Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie, ich begrüße euch ganz herzlich zum Gottesdienst am 4. Adventssonntag. Hier in der Kirche und zu Hause an den Bildschirmen. Weihnachten steht vor der Tür. Ist das nicht ein Grund zur Freude? Für viele sicherlich ja. Corona hindert uns nicht mehr, wie in den vergangenen Jahren, Familie und Freunde zu treffen. Ein Grund zur Freude. Andere von uns sind vielleicht skeptischer angesichts der politischen Weltlage. Da überwiegt bange Besorgnis. Wie soll denn da Freude aufkommen? Solchen und ähnlichen Fragen wollen wir nachgehen in diesem Gottesdienst. Ich möchte ihn unter die Überschrift stellen: Freude trotz alledem. Einen kurzen Hinweis noch zum Ablauf dieses Gottesdienstes. Wir werden heute im Anschluss an den Introitus das Adventskyrie singen. Das ist die Nummer 178,6. Jetzt wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Wir singen jetzt Tochter Zion und wenn es Ihnen möglich ist, im Stehen.
Gott kommt zu uns. Das feiern wir im Advent. Manchmal drückt uns die Last der Arbeit zu Boden, die Mühe des Alters, die Sorge um uns oder andere. Manchmal lassen wir den Kopf hängen, sind enttäuscht von uns selbst, von anderen, auf die wir gesetzt haben und auch von Gott. Manchmal senken wir den Blick, schämen uns, haben Angst, ertappt zu werden. Manchmal ziehen wir den Kopf ein, verlässt uns der Mut, fürchten wir Böses. Doch Christus ruft uns zu: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen. Thank you.
Wir beten. Jesus Christus, unser Heiland, wir erwarten dein Kommen. Erfülle uns mit Freude inmitten der Geschäftigkeit dieser Tage. Herr, unser Gott, du wartest nicht, bis wir dich gefunden haben. Du kommst selbst zu uns. Gib, dass wir deine Nähe spüren, deine Liebe erfahren, wenn du in unser Haus kommst, wenn du mitten unter uns bist. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen. Wir lesen bei Lukas im ersten Kapitel weiter, und zwar heute die Verse 26 bis 38. Der Engel Gabriel wurde von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei begrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesu geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Herr segne unser Reden und Hören durch seinen Heiligen Geist. Amen. Unser Predigtwort für heute steht im Brief des Paulus an die Philipper im 4. Kapitel. Paulus schreibt aus dem Gefängnis, wahrscheinlich aus Ephesus. Seine Situation dürfte schwierig gewesen sein. Er weiß nicht, ob er freikommen wird oder nicht. Und man kann davon ausgehen, dass ein Gefängnisaufenthalt im Römischen Reich nicht gerade luxuriös gewesen ist. Immerhin kann Paulus offenbar Besuch bekommen. Und Schreibmaterial hat er wohl auch zur Hand. Er kann Briefe schreiben und durch Helfer auch versenden und empfangen. Man könnte nun annehmen, dass in diesen Zeilen an die Gemeinde in Philippi aus dem Gefängnis heraus Angst oder Ärger, Klage oder Hoffnungslosigkeit dringen. Aber hören wir,
was Paulus schreibt. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Nanu, wer hätte das gedacht? Ein Aufruf zur Freude. Natürlich sind diese paar Verse nur ein winziger Ausschnitt, aber sie stehen durchaus für die Grundstimmung des ganzen Philipperbriefs, der eben überraschend positiv ist. Erstaunlich, einer, der nach menschlichem Ermessen gar keinen Grund zur Freude hat, scheint ganz voller Freude zu sein. So erfüllt, dass er davon abgeben und andere zur Freude aufrufen kann. In dieser überraschenden Freude treffen sich dann irgendwie Paulus und Maria, von der wir vorher im Evangelium gehört haben. Maria freut sich, als sie von einer Schwangerschaft durch Gott erfährt, aber sie ist auch massiv in Schwierigkeiten, weil sie als ledige Frau ein Kind bekommt. Aber sie freut sich trotzdem, allen Schwierigkeiten zum Trotz. Sie freut sich über Gott und das, was er Gutes tun will, an ihr und allen Menschen. Aber zurück zu Paulus im Gefängnis. Seine Freude ist so groß, dass er davon weitergeben will. Ihm geht gewissermaßen das Herz über. Aber wir fragen uns, ist das denn möglich, was Paulus da bezweckt? Kann man jemanden zur Freude aufrufen? Freude gehört doch zu den Dingen, die man nicht einfach anordnen kann oder gar befehlen. Genauso wenig, wie man jemanden befehlen könnte, von jetzt auf gleich traurig zu sein. Gefühle müssen doch geweckt werden. Ja, vielleicht kann ich einen Impuls geben, aber die eigenen Gefühle kommen aus dem Inneren jedes Menschen. Paulus weiß das sicher auch. Und er weiß, dass in der Gemeinde in Philippi viele dabei sind, die sich schwer tun mit der Freude. Menschen, die einen harten Alltag zu bestehen haben, weil sie als Sklaven von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang schwer zu arbeiten haben. Oder Menschen, die einen schweren Schicksalsschlag zu erleiden haben, vielleicht einen Angehörigen verloren. Oder Menschen, die von Krankheit gequält werden und vielleicht sogar Angst vor dem Sterben haben. Alles Dinge, die es bis heute genau so oder ähnlich gibt. Sie können es uns schwer machen, uns zu freuen. Heute kommen noch andere Umstände hinzu, die uns an der Freude hindern. Krieg in Europa, Energiekrise, Klimawandel. Wer also könnte sich so schon jederzeit vorbehaltlos freuen? Noch dazu auf Knopfdruck? Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch, schreibt Paulus dennoch. Obwohl er das alles weiß, ruft Paulus zur Freude auf, trotz alledem. In der Apostelgeschichte ist nachzulesen, dass Philippi die erste Stadt in Griechenland war, die Paulus besucht hat. Hier fand die vornehme Geschäftsfrau Lydia als erste Europäerin zum Glauben. Paulus weiß, dass die Freude über den christlichen Glauben und seine positiven Folgen in Philippi gut bewahrt werden. Dort gilt, was Paulus mit
der Herr ist nahe, ausdrücken will. Für die Philipper ist der Herr nahe, weil sie in ganz enger Verbindung zu ihm leben. Und deshalb ist hier in Philippi auch die Grundlage für diese große Freude gegeben, obwohl die Menschen mit genau denselben Problemen zu kämpfen haben, wie alle anderen auch. Diese große Freude über den Glauben, über die Nähe Gottes im Herzen zu haben, trotz alledem, darum geht es Paulus. Und er möchte die Philipper und uns heute an diese Freude im Glauben erinnern. In wenigen Tagen ist Weihnachten. Wird es gelingen, diese Freude im Glauben zu empfinden, auch wenn es im Alltag dunkle Zeiten geben sollte? Wie geht das, diese Freude trotz alledem? Paulus empfiehlt, sich keine Sorgen zu machen, sondern sich stattdessen in jeder Lage an Gott zu wenden mit allen Anliegen. Das hört sich gut an und auch richtig, ist aber wohl leichter gesagt als getan. Doch Paulus hat für dieses Problem ein Rezept. Er sagt: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Aha, in Verbindung mit dem Dank für alles Gute und Schöne in unserem Leben sollen wir bitten und flehen. Diese Verbindung hilft, meint Paulus. Ich verstehe das so: Wenn ich bei Problemen oder bei Sorgen dennoch im Blick behalte, wofür ich dankbar sein kann, dann relativiert sich manches. Mein Problem und meine Sorgen, die werden nicht unbedingt kleiner, aber sie lassen sich einordnen in mein gesamtes Leben und verlieren dann vielleicht an Gewicht. Und ich schaue nicht nur auf das Belastende, vielmehr schaue ich auf all das Schöne in meinem Alltag, auf die Freuden meines Lebens. So hilft mir die Dankbarkeit Gott gegenüber, nicht nur immer meine Angst und mein Problem zu fixieren und mich davon gefangen nehmen zu lassen. Paulus scheint es so zu machen. Deshalb kann er aus dem Gefängnis heraus, vielleicht sogar in Todesangst, solche Worte schreiben. Worte über die Freude im Glauben, trotz alledem. Wir hier, wir befinden uns nicht im Gefängnis. Aber vielleicht erleben wir uns in anderer Weise als gefangen oder unfrei. Vielleicht tragen wir etwas mit uns herum, eine Traurigkeit, einen Schmerz, eine Schuld. Etwas, das uns daran hindert, uns am Glauben und auf Weihnachten zu freuen. Vielleicht hilft uns der Blick darauf, wofür wir im Leben dankbar sein können. Vielleicht erwächst die Freude, zu der Paulus die Philipper aufruft, aus dieser Dankbarkeit. Und noch mehr, daraus erwächst auch die Güte, zu der Paulus die Philipper ebenfalls aufruft. Im Griechischen steht hier ein Wort, das wohl schwer zu übersetzen ist. In einer alten Luther-Übersetzung wird die Vokabel Lindigkeit gebraucht. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Konfirmationszeit habe ich noch von Lindigkeit gelesen. Ich konnte nichts damit anfangen. Gott sei Dank gibt es klügere Menschen als mich, und so hat ein Ausleger es so, ja, übersetzt. Das zugrunde liegende griechische Wort ist der Inbegriff der Eigenschaften, die den Umgang mit einem Menschen angenehm und erfreulich machen. Eine rundherum den Menschen zugewandte Lebenshaltung, so könnte man auch sagen. Und wiederum mag man vielleicht völlig zu Recht sagen,
Auch so etwas kann man doch nicht durch einen Befehl von einem Menschen abfordern. Das muss, ganz genau auch wie die Freude, von innen aus dem Menschen herauskommen, wenn es denn echt sein soll. Aber vielleicht ist es ja doch so, manchmal tut es gut, wenn ich von außen daran erinnert werde. Ist es nicht so, solche Menschen, die diese Lindigkeit ausstrahlen, das sind die Menschen, die wir uns um uns herum wünschen, die genau das verkörpern, was den Umgang mit einem Menschen angenehm und erfreulich macht. Mit solchen Menschen macht Zusammenleben Freude. Tja, und da stellt sich nun die spannende Frage, sind wir selber solche Menschen? Wie könnten wir dazu werden? Was zeichnet diese Menschen vor anderen aus? Ich möchte es einmal so ausdrücken. Diese Menschen sind sich ihrer selbst gewiss, sodass sie es nicht nötig haben, den dicken Mann zu markieren, sondern sie können den anderen freundlich und auf Augenhöhe begegnen. Wie nun? Mögen sie zu diesen Menschen geworden sein? Natürlich, das ist vielleicht von Mensch zu Mensch verschieden. Ich möchte aber dies betonen. Das Vertrauen auf den nahen Herrn, die Freude darüber, zu der Paulus aufruft, sie bietet solche eine Lebensgrundlage, die einen Menschen sich seiner selbst gewiss machen kann. Der Herr ist nahe. Wir erwarten an Weihnachten einen Herrn, der uns nahe kommt als Menschen. Aber, und das ist mir wichtig zu betonen, er ist uns nicht nur an Weihnachten nahe. Er möchte einziehen in unser Leben, jeden Tag, damit wir zu Menschen werden, die seine Güte und Gnade widerspiegeln. Er ist uns nahe. Wenn wir selbst Freude empfinden, wenn uns Gutes gelingt oder wir Schönes erleben, bleiben wir dankbar dafür. Aber Gott ist uns auch nahe in den dunklen Stunden unseres Lebens. Machen wir uns das immer wieder bewusst, dann können wir auch solche Zeiten besser durchstehen. Für Paulus gilt Freude trotz alledem, dessen ist er sich gewiss. Und so schließe ich mit seinen Worten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Wir wollen beten und unsere Fürbitten vor Gott bringen. Ewiger und barmherziger Gott, durch den Advent hindurch kommen wir zu dir mit unserer Sehnsucht nach Frieden, nach Heil, nach Leben, das glückt. Durch den Advent hindurch kommen wir zu dir mit unseren geglückten und missglückten Versuchen, dir den Weg zu bereiten, deiner Liebe, deinem Frieden, deiner Freude Raum zu geben in unseren Herzen und in unserem Leben. Durch den Advent kommen wir zu dir mit unserer Freude und unserem Dank für alles Gute, das wir in dieser Zeit in besonderem Maße erfahren durften. Durch den Advent kommen wir zu dir mit den Nachrichten, die uns erschrecken und in dieser Zeit besonders hart treffen. Zu dir kommen wir mit eigenem und fremdem Leid, aber auch mit Hoffnung für uns und die Welt. All das bringen wir vor dich und bitten dich, nimm von uns, was uns von dir und voneinander trennt, und fördere, was uns mit dir und untereinander verbindet. Wir danken dir, dass du uns immer wieder stärkst und Hoffnung gibst. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit und rufen dich gemeinsam an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für die Gaben und Einlagen aus der vergangenen Woche. In einer gewaltigen Summe von 7.812,83 Euro. Herzlichen Dank allen Gebern. Die heutige Kollekte, die wir einsammeln am Ausgang, ist für die Bahnhofsmission in Erlangen bestimmt. Das Geld soll verwendet werden für die Anschaffung für Grundnahrungsmittel, die ja immer teurer werden. In Anbetracht dessen wird es für die Bahnhofsmission auch immer schwieriger, die Menschen zu versorgen, die Schutz und Hilfe bei ihnen suchen. Also, es wäre schön, wenn es im Kollektenkorb raschelt und nicht klappert. In diesem Sinne sei Ihnen diese Kollekte anbefohlen. Ja, natürlich sammeln wir auch wieder für die eigene Gemeinde, das kennen Sie schon, es gibt draußen zwei Körbe, einer ist irgendwie rot ausgeschlagen, das ist der für die eigene Gemeinde. Ganz herzlichen Dank für alles, was Sie geben. Jetzt möchte ich mich bedanken bei allen, die an diesem Gottesdienst beteiligt sind, sei es als Messner, als Organist, als Team hinter der Kamera oder als Lektor hier von der Kanzel aus. Herzlichen Dank euch allen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst wird es Kirchenkaffee geben, draußen im Vorraum. Ich sehe die Kannen schon von hier aus. Die kann ich brauchen, mir wird es langsam kalt. Ihnen geht es wahrscheinlich genauso. Zum Thema Frieren gibt es auch noch ein weiteres Angebot. Kaffee Wollust wird draußen sein und Socken verkaufen, warme Socken, die man in diesen Tagen wirklich sehr gut gebrauchen kann. Und es wird auch Waren aus dem Eine Welt
Laden geben. Herzlich einladen möchte ich heute Abend zum Nachtklang, ein musikalisches Friedensgebet, runterkommen, einstimmen, genießen. Nachtklang, heute Abend hier um 19 Uhr in der Markuskirche. Am kommenden Dienstag um 18 Uhr ganz herzliche Einladung zum Gemeindegebet in der Markuskapelle. Und dann natürlich herzliche Einladung zu den Weihnachtsgottesdiensten. Ich beginne mal am Heiligen Abend. Es wird ganz viele Angebote geben, drinnen und draußen, gestreamt oder nicht gestreamt. Jedenfalls ist hier tagsüber die Kirche offen. Man kann zur Krippe gehen, sie sich anschauen, innehalten. Ja. Der erste Gottesdienst, der hier stattfindet, ist um 11 Uhr. Der etwas andere Krabbelgottesdienst mit anschließendem Brunch. Ich habe davon gehört, dass es Wiener Würstchen geben soll. Also herzliche Einladung für die Großen und Kleinen. Dann um 15 Uhr geht es weiter mit einem Familiengottesdienst im Freien am Jägerhaus drüben an der Spardorfer Straße. Und um 16.30 Uhr im Gemeindehaus in Spardorf Christvesper. Innen drin. Bis jetzt waren wir, nein, wir waren nicht nur außen, weil der Krabbelgottesdienst ist schon innen drin. Aber, also 16.30 Uhr Christvesper im Gemeindehaus in Spardorf. 16.30 Uhr gibt es auch hier wieder einen Gottesdienst, allerdings nicht hier drin, sondern draußen auf dem Markusplatz. Christvesper um 16.30 Uhr. Nein, Weihnachtsgottesdienst für Groß und Klein um 16.30 Uhr. Um 18 Uhr Christvesper auf dem Markusplatz. Ich bitte Sie, beten Sie für gutes Wetter. Es soll ja umschlagen nächste Woche. Solange es nur Sprühregen ist, ist kein Problem. Aber wenn es Bindfäden regnet, dann werden wir zumindest die Christvesper hier drin halten. Agnes? Gut, danke schön. Also habe ich das richtig verstanden, ab 23. kann man auf der Website, am 23. ab 12 wird man am Mittag auf der Website erfahren, ob die Gottesdienste innen oder außen stattfinden. Gut, ich mache weiter. Mit dem letzten Gottesdienst am Heiligen Abend um 22.30 Uhr, Gottesdienst mit Wort und Musik zur Christnacht hier in der Markuskirche. Am ersten Feiertag, 25. Dezember, hier Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Markuskirche und am 26., dem zweiten Weihnachtsfeiertag, auch hier um 10 Uhr Gottesdienst in der Markuskirche. Dort wird es einen Kanzeltausch mit Uttenreuth geben. Die Pfarrerin Cornelia Fröhr aus Uttenreuth wird den Gottesdienst hier bei uns gestalten. Jetzt habe ich noch den Spruch der Woche für Sie, für euch. Ihr habt ihn heute schon öfter gehört. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freuet euch, der Herr ist nahe. Nun geht in diesen Tag und in die neue Woche auf Weihnachten zu mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich, deinen Leib und deine Seele. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. In Liebe und Güte kannst du leben. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Gott wird dich nicht aus seiner Hand fallen lassen, Tag und Nacht, in Zeit und Ewigkeit. Er gebe euch Frieden. Amen.